Nicht mehr Günther. Willkommen aus unserem Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Günther, der YouTuber Story. Wir sind hier in einer komischen Arena, können unser Inventar nicht öffnen, weshalb ich mich nicht auf den Kampf vorbereiten kann. Was zur Hölle soll das? Ich muss jetzt einfach hoffen, dass ich es irgendwie hinkriege. Weiß ich nicht. Es hieß, Hydrote sollte schon auf 12 sein, aber ich weiß nicht, wie hoch es ist. Und nachschauen kann ich es auch nicht. Gymleader Sabrina mit Simsala. Okay, Hydropi ist so hoch wie von Fragezeichen Man empfohlen. Schnabel! Beginnt ja gut. Die erste Attacke, von der ich in der ganzen Folge getroffen werde, nach unter einer Minute, ist ein Crit. So ein bisschen die Genauigkeit runter. Oh, Nachtnebel. Jawoll! Nachtnebel ist natürlich echt nicht cool. Oh, jetzt critte ich! Jawoll! Das Simsala scheint weg zu sein. Ich kommentiere es nicht. Ich habe halt keine Ahnung, welches Level das Glurak hat, das wir noch bekommen haben in der letzten Folge. Das wird sehr wichtig in diesem Kampf sein. Ich hoffe jetzt einfach, dass es ein irgendwie annehmbares Level hat. Aber hey, wir haben in der letzten Folge Arceus besiegt. Das schaffen wir ja wohl jetzt auch diese Arena. Und siehst du, Hydropi ist auf dem passenden Level. Sogar auf 14 Xatun. Ich gehe einfach mal hier auf Change, um zu gucken, was mit Drache los ist. Okay, 13. Ich wechsle ihn trotzdem mal ein. Das klassische Level 13, Glurak. Es heißt Drache, denn es ist kein Drache. Das ist ein freaking Glumanda. Benutzen die hier alle Nachtnebel oder was? Hier ist deswegen, man soll Hydrope gescheit leveln, weil ansonsten... Oh, der Bam! Den habe ich komplett geröstet! So, letztes Pokémon. Wir kriegen das hin. Nachdem wir ein paar Erfahrungspunkte in Empfang genommen haben. Noch zwei Level, dann entwickelt es sich zu Glutexel. Hat sie nicht mit Simsala schon geleadet? Oder war das dann... War das auch ein Kadabra? Auf jeden Fall... nicht stärker. Das hier benutzt Konfusion. Oh Gott. Ich wurde jetzt schon zweimal gecrittet. Okay, ich habe auch gecrittet einmal. Wenn der jetzt nochmal crittet. Danke. Ja, damit ist gelaufen. Der Ruf klang komisch. Ja, also, kann ich nichts sagen. Ist doch gut gelaufen. Eigentlich ziemlich easy. Sehr gut. Ja, finde ich auch. Ich bin krass. Du erhältst den ersten Orden. Jetzt kommt das SEK, oder? Ja. Gib mir deinen Glurak, Pisser. Danke. Warum? Lass mich los. Nein. Kommt nicht in Frage. Was ist hier los? Und warum steht da... Nee, warte.
Vergesst, was ich sage. Diese Person wird der Hexerei beschuldigt. Was? Und ich dachte, mein Tag kann nicht mehr verrückter werden. Sie steht vor Gericht und jetzt gehen wir weiter, bevor sie was zaubert. Eine Sekunde, ich will dich als Verteidiger haben. Willst du mich irgendwie genehmigt aufgrund von Hexerei ohne Ausbildung? Das wird super. So, jetzt sind wir im Gericht. Die Musik gefällt mir. Was mache ich hier nur? Schnauze im Gerichtssalal! Aber niemand hat was gesagt. Staatsanwalt, erklären Sie die Anklagepunkte. Ja, gute Musik. Sehr gerne. Arena-Leiterin Sabrina wird angeklagt, dass sie Menschen in Puppen verwandelt. Darum geht's also. Mein erster Zeuge ist Kaiti. Der schaut fit aus. Beschreiben Sie doch den Vorfall. Ja, euer Herr. Was ich sah. Ich wollte gegen die Arena-Leiterin antreten, also ging ich rein. Plötzlich gingen die Türen zu, Kerzen fingen an zu leuchten. Sie forderte mich zum Kampf. Falls ich verlieren sollte, sollte ich ewig dort bleiben. Zuerst wusste ich nicht, was das bedeutet. Doch als ich und Maschak verloren haben, war auf einmal ein heller Blitz. Und alles sah so viel größer aus, als wären wir Puppen und wir konnten uns nicht bewegen. Auf einmal waren wir draußen mit dem Orden und zwar als Mensch. Wenn wir keine Videoüberwachungskamera dort installiert hätten, würde ich glauben, sie schreiben ein Buch. Überwachungskamera? So, der Verteidiger darf mit dem Kreuzfeuer beginnen. Ich wollte gegen die Arenaleiterin antreten, also ging ich rein. Lüge! Weshalb wollten sie gegen sie antreten? Ich wollte den Orden? Plötzlich gingen die Türen zu. Kerzen fingen an zu leuchten. Lüge! Und warum haben sie angefangen zu leuchten? Nein, mich hat's verwundert, dass es sehr kalt war und dann wurde es schnell warm. Das heißt, wir wissen, wie die Tür zugegangen ist. Sie forderte mich zum Kampf, weil ich verlieren sollte, muss ich ewig dort bleiben. Lüge! Ist es eigentlich nicht umgekehrt, dass der Herausforderer den Arenaleiter herausfordert? Ja, schon, aber ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ich habe mich nicht selbst getraut oder so. Das heißt, sie hatten von Anfang an Angst. Nein, erst als die Tür zugeknallt ist. Interessant. Ja, wir wussten nicht, was es ist und dann waren da ich und Mascha, ich wollte nicht zurückdrücken. Da war dann... Leute! Lüge! Was hat denn der hellen Blitz verursacht? Die Magie? Ja, gut. Ja, dann waren wir so groß wie Puppen. Lüge! Ich bin toller Verteidiger! Was genau sahen Sie in der Größe? Nur die Arenaleiterin, wie sie verwirrt aussieht. Und was war mit den grünen Wänden? Die habe ich nicht mehr gesehen. Vielleicht wichtig. Ja, dann waren wir draußen mit dem Orden als Menschen. Lüge! Habt ihr irgendwas gesehen? Ja, wieder das Licht. Wie beim vierten Satz. Das heißt, es geht um die Wurst. Wenn sie einen haben, drücken sie auf Fertig. Doch dann waren wir draußen und hatten wir gerade, ja, fertig. Sabrina ist unschuldig. Sagen wir uns ihre Theorie. Der Kelty war besoffen oder so. Warum sollte er nicht wach sein? Aber er hatte einen Arena-Kampf gehabt. Eben, Aufregung. Wollen sie damit behaupten, er sei beim Arena-Kampf umgekippt? Ja. Seht ihn euch an, er schaut aus wie so ein... Wir haben's aufgezeichnet. Was? Und hier sieht man genau, wie er sich in eine Puppe verwandelt. Warte. Das ist dasselbe Licht, das Kaiti erwähnt hatte. Welches Pokémon hatte Sabrina draußen? Die Frage ist nicht wichtig. Wenn diese Frage nicht... Ja, Sabrina ist unschuldig. Können Sie das beweisen? Ich gebe Ihnen noch eine Chance. Sollte besser angreifen. Noch einen Fehler darf ich mir nicht leisten. Grund. Sabrina ist schuldig. Wirklich?
Wirklich? Man kann das verkacken? Hab ich jetzt das Spiel verbockt? Weil ich verkackt hab? Sabrina ist unschuldig. Grund. Hä? Ich kann nichts machen! So, okay, ich hab das Game resettet und bin jetzt wieder in einer Situation, in der ich was machen kann. Ich denke, ich sollte trotzdem nochmal immer angreifen. Ich cut euch das raus. So, back in Theorie. Ja, immer noch besoffen. Definitiv. Dieses Mal nicht. Sie ist sehr wichtig. Das war Simsala draußen, ihr erstes Pokémon. Das heißt, Simsala hat Sabrina ist unschuldig. Hä? Das war ein Witz falsch! Das hat ja wohl nicht nur teleportiert. Was ist denn das? So. Jetzt aber. Simsala Teleport eingesetzt. Er hat ihn wegteleportiert mit Simsala. Wie erklären sie dann, dass er sich nicht bewegen konnte und glaubt, er sei groß wie eine Puppe? Konfusion und Und warum war Konfusion dann falsch? Sie haben ja uns übersehen. Warum sollte sie das tun? Weil sie Puppen mag und niemand belasten will. Und dann teleportiert sie die Gegner weg. Was macht Sabrina? Während des Kampfes macht sie Teleport, deswegen sieht's aus, als würde sie zaubern. Das hieße, sie ist unschuldig. Sabrina ist unschuldig. Ich muss jetzt ganz dringend einen Pokémon-Kampf machen. Ich hätte jetzt zwar gerne eine Begründung, warum du jetzt gerade einen freaking Kampf willst. Ich muss jetzt ganz dringend einen Pokémon-Kampf mit dem Verteidiger machen. Okay, er hat mir seinen Maschok. Wieso geht man in eine Psycho-Arena mit nur einem Maschok? Der Typ hat doch auch eine Schraube gegessen. Und das ist garantiert keine Redewendung. Aquaknarre ist besser. Und da er nur ein Pokémon hat, klappt das auch. Oder? Warte, er hat mir bisher 24 Schaden gemacht. Ich müsste noch einen Hit tanken können. Fußkick? Das ist schwächer, ja gut, geregelt. Erfahrung holen. Und
Und endlich ist die Gerichtsversammlung um. Ich hatte die schon sehr schlimm im Kopf, aber von The Broken Story. Aber das war belastend auf anderem Level. Und ich sehe immer noch nicht ein, warum Konfusion jetzt eine falsche Antwort war. Die Wahrheit ist ans Licht gekommen und ich bin blind gewesen. Das ist schön. Wie konnte ich nur sowas mal übersehen? Oh Gott, die hat ein Problem, die Alte. Danke, Mike, dank dir konnten wir meine Unschuld beweisen. Muss schon geschehen, dass ich nicht dachte, dass ich mal hier lande, besonders ohne Ausbildung. Mir ist aufgefallen, dass das alle tatsächlich nach Kanto bringen. Ja. Okay, nimm aber vorher Siedewasser! Währenddessen, in Jagoels Raum. Was ist da geschrieben? Ins Bewusstsein einer Person eingreifen? So beginnen diese Welten zu existieren? Hier steht nicht, wie diese Person heißt. Dadurch, dass diese Person diese Welten erschafft, verschwinden immer mehr Menschen in diese andere Welt. Diese Menschen landen in der Pokémon-Welt und versuchen, Erinnerungen an die Welt der Pokémon wegzunehmen, damit sie glauben, es sei nur ein Traum. Durch solche Angriffe beginnt er langsam aufzuwachen und wer aufwacht, wird jede Pokémon-Welt zerstört. Warte, sie erteilt ein Virus, sie kann nicht geöffnet werden. Selbst die Pokémon-Welt, die ich erschaffen habe, ist betroffen. Jagold! Wie ich es mir dachte, meine Welt beginnt langsam selbstständig zu werden. Ich muss irgendjemanden in meine Welt senden, damit ich mich weiter um den Virus kümmern kann. Ich muss Genji informieren. Du hattest recht, wir müssen was tun. Ich weiß schon genau was. Woher hast du meine Nummer? Wer bin ich jetzt gerade? Immer noch hier der gute, stinknormale Keksnascher. Ich bin Captain. Genau die Stadt, in der wir... Ah, was die Technik heutzutage macht, ist mir egal. Ich bin retro-geil. Was? Die Stadt, in der wir im kleinen Bonusspiel schon hatten. Geschlossen. Oder auch nicht geschlossen. Mein Sohn ist heute nicht nach Hause gekommen. Ich frag mich, wie es ihm wohl geht. Wahrscheinlich hat er gerade die beste Zeit seines Lebens. Oh, fuck ich mal. Oh nein. Ich habe gerade eine E-Mail von meiner Mathelehrerin bekommen. Wie bist du reingekommen? Egal. Mir ist langsam egal, was hier abgeht. Ich mache hier was Wichtiges. Was? Ich schmeiß auf Pizza Döner drauf. Warte, ich kann krass sein. Nein. Warum kriegen wir jetzt Matheaufgaben? Ich will nicht. Warum steht überall geschlossen und dann kann ich... Ja. Hallo, ich würde gerne dein Döner. Kriegst du nicht. Wir mögen Pokémon. Hast du noch Lampi? Nein. Willkommen im alten Heim. Das ist echt ein alten Heim! Zu meiner Zeit gab's schon Zeitreisen, weil... Dann gammelt mal schön. Ich bin raus da. Und ich habe immer noch nicht einen Pokéball. Das nervt ein bisschen. Du liest dieses Schild. Hier steht nicht nur jetzt... Oh, warte. Doch. Yay, Umwege. Das war krass. Hier ist eine Mauer. Und warum musste ich jetzt so laufen? Ah, moin, wir sind hier. Der liegt schon lange am Boden. War auf.
Ich muss ihn schnell ins Pokémon Center bringen. Er ruiniert alles. Nein, vielleicht ist das das, auf was wir gewartet haben. Kommt mir alles nur so vor, da wird meine Luft immer enger. Egal, ich darf jetzt nicht aufgeben, das Schicksal der Welt hängt von mir ab. Wenn du weitergehen willst, zur Tür hinter Ultra, aber kommst nicht. Okay, also hinter Ultra in der Tür geht's weiter, aber zurück geht's dann nicht mehr. Warum heißt es immer, man geht da nicht weiter? Und dann geht man weiter. Ich will das Pokémon. Leer. Warum nicht? Der Brief von irgendeinem Papa. Sowas existiert im... Ja, dritte Gen. Nivoli! Ich mag es hier zu sein und nichts zu tun. Evoli! Evoli ist toll. Da hinten liegt ein Item. Hier kann ich nicht weiter, denke ich jetzt mal. Servus Ultra. Super. Normaler Trank. Du willst sicher nicht ohne Autogramm gehen, oder? Sorry, dass ich so in den Spiel geplatzt bin, aber ich muss Fragezeichen einholen. Du willst schon gehen? Okay, aber nicht bevor du dich entschuldigt hast. Offenbar wieder eine Musik, die nicht funktioniert. Evoli! Muss ich das bekämpfen? Also ja, leider. Aber... Ich will's nicht bekämpfen. Gönn dir, Bruder. Gönn dir. So, eins mehr noch. Wow. Ja, mit der Musik scheint es anscheinend ein paar Probleme zu geben in dem Game noch, wie schon letzte Folge mal erwähnt. Och Gott, so viel Erfahrung. Brutalander auf Knie 25. Ich meine, alle meine Attacken sind... Stimmt nicht alle sind nicht sehr effektiv. Aber Donnerschock ist echt sehr, sehr schwach. Das Problem ist Megasauger. Ich würde gerne KP auffüllen, aber das ist sogar vierfach Resistenz von Brutalander. Ich meine, hier den letzten HP kann ich mir jetzt holen. Warum nicht? Sogar zwei. Kriege ich ein paar HP zurück. Und Baum. Der gute Baum kennen wir inzwischen. Wow, 3 HP gibt der mir. Der gegnerische Baum ist weg. Das ist Cheaten. Nein. Du bist einfach Kacke. Aber du hast ein Evoli. Hallo? So. Ultra sagte doch, dass ich schon YouTuber-Game bin und dann erschlägt der Baum meinen Busch. Warum hat Ultra einen Baum? Ich habe keine Ahnung, wo ich diesmal gelandet bin. Aber ich glaube, ich sollte weitergehen. Joa. Aber ich würde sagen,
in der nächsten Folge. Die Folge ist zwar wieder nicht so lang, aber ich habe genug offscreen an der Gerichtsverhandlung gehangen. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, lasst doch ein Abo auf dem Kanal da, ein Like, supportet mich ebenfalls. Wir sehen uns. Bis bald und ciao.